So. Pyromancy Flame, Dark Pyromancy Flame. Spell Power scales with Hollowing. Oh, je mehr man hollowed ist, also je weniger Lebenspunkte man hat, desto stärker ist das Ding. Das ist interessant. Ist jetzt schon auf 150. Ha. Okay, also wenn wir später genug Seelenpunkte haben, um uns mit Pyromantie näher zu beschäftigen, sollten wir das Ding definitiv im Augenschein behalten. Weil Talana ist ja ein bisschen böse, ne? Ich meine, sie wollte eine Klerikerin umbringen, nur weil sie ihr ein bisschen krumm gekommen ist. Wo geht's hier raus? Da geht's weiter. Dich können wir anzünden. Dich können wir töten. Weg, 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 weg. Wir gehen wieder hoch. Ich würde eigentlich gerne Richtung da hinten. Richtung Nebelwand. Licht. Ja. Aber das geht nicht Richtung Nebelwand. Es gibt hier nur über... Oh, hallo Hund. Können wir dich runterschubsen? Nee, wir können dich töten. 4800 Seelen haben wir jetzt. 660 pro Hund. Das ist okay. Das war pixelig knapp. Da unten kommen wir her. Hier. Haben wir Loot. Eine Seele und da geht's weiter. Ist uns hinterhergesprungen, hm? Weg mit dir. Weg mit euch. Anzünden. Oh. Bist du gerade hingefallen? Steht hier. Vorsicht voraus. Blockiere. Achso, die machen wohl Flächenschaden. Das muss man blockieren. Okay. Oh, da ist gerade wieder irgendwo irgendwas runtergefallen. Du, töten. Als Orientierung. Da hinten ist die Nebelwand, wo wir wahrscheinlich hinwollen. Da vor uns sehe ich irgendwo ganz schwach was Blaues schimmern. Da unten ist Loot. Und in die Richtung ungefähr müsste das Leuchtfeuer gewesen sein, wo wir reingekommen sind. Und hier sind Kreuzer und quer durch Brücken gespannt. Ah, das ist, und da unten ist noch eine Nebelwand. Also es ist mit die chaotischste Ecke, die ich überhaupt kenne in diesem Spiel. Und ich hätte vielleicht den großen Zauber nehmen sollen. Boah, die sind echt zäh. Ich habe gleich keine Zauber mehr. Das ist auch nicht so schön. Oh, hallo. Flop. So, da hinten sind wieder ganz viele Statuen. Da ist ein Typ mit einer Fackel. Ah. Ja, vergiftet. Kaposch. Da ist der Typ mit der Fackel. Oh, danke, Fackel. Das ist mal sehr praktisch, dass wir wenigstens in dem Gebiet hier Fackeln bekommen. Da unten bewegt sich... Oh, Heilung. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wegen dem Gift. Ich glaube, wir könnten hier runterspringen. Ich weiß nur nicht, ob das so sinnvoll ist. Da unten sind Blutflecken. Das ist schon mal nicht so toll. Kann man da auch regulär runter? Ist ja vielleicht irgendwo eine Leiter? Nee. Hier rauf könnten wir regulär... Okay, gucken wir da kurz hin. Ja, wieder was zum Anzünden. Und Kisten. Und Typen, die eigentlich tot sind. Genau. Und trink noch eine Flasche. Du bist eine richtige Kiste. Bitte irgendwas Tolles langsam. Schwarze Feuerbomben, 3 Stück. Du hast auch mal eben 1200 Seelen oder so gespart. Das ist okay. Da kommen wir nicht hoch. Das heißt, da kommen wir her. Die Brücke versuchen wir mal zu merken.
hier ging es weiter. So einen regulären Weiterweg. Oder ich könnte taktisch rundherum springen. Ich glaube, ich springe einfach mal taktisch rundherum. So aus Lust und Laune. Schade. Das ist ein bisschen doof hier im Gebiet, weil so viel Zeug sieht morsch aus. Aber es ist nicht alles morsch, was total unrealistisch ist, weil, ne? Sollte fast alles zerstörbar sein hier. Nicht abhauen. Genau, weg mit dir. Da ist wieder ein Toter, der nicht tot ist. Hier könnten wir wieder abkürzen. Da ist sogar auch so ein Ding zum Anzünden. Ach, gut, okay. Wollte schon fragen, wozu ist die Ecke hier? Ein Chunk. Sehr gut. Und noch was zum Anzünden. Die sind echt an allen Ecken, die Teile. So, da. Hier. Ist da eine Leiter? Oh, da hängen schon mal Typen an der Wand. Nicht gut. Hier alles richtig? Ja, so, looten. Tattered Cloth Hood, Tattered Cloth Robe, Tattered Manschettes und Heavy Boots. Oh, das hört sich nach unserem Zeug an. Anzünden. Und mal kurz gucken. Equipment. Robe. Wo? Uff, das Ding da ist noch schlechter als unsere zerhackstückelte Robe. Oh. Robe, die von Pyromanzern favorisiert wird. Ist verstärkt durch Pyromantie. Das sagt jetzt aber nicht, ob durch die Pyromantie die Robe stärker ist, als sie eigentlich wäre. Wobei sie immer noch schlechter ist als unsere Robe. Wobei unsere Robe auch eine magische Robe ist. Also eine Magierrobe. Also es sagt nicht, ob die Pyromantie jetzt die Robe verstärkt hat, dass die Robe stärker ist, als sie eigentlich sein sollte. Oder ob, wenn man diese Robe trägt, die Pyromantie stärker wird. Was steht hier? Vision von unten. Achso, damit ist der Gegner gemeint, ne? Dann kriegst du auch mal ein Plus. So. Ich kann jetzt nicht auf das Ding ins Wechseln, sonst ist die Fackel weg. Ihr seid auch alle fake. Kaputt. Kaputt. Das ist zwar nicht gut. Kaputt. So, drei von den großen hier noch. Kommt noch mehr? Ich höre noch Fußstapfen. Ja, da. Du runter. Zack. Okay. Kiste. Komm schon. Ring of Evil Eye. Das Ding hätten wir auch kaufen können. Das sorgt dafür, dass wir nach jedem Gegner tot. Ich sehe dich. Kann ich auf deinen Fingerspitzen rumtrampeln? Also, dass wir nach jedem Gegner tot Lebenspunkte zurückbekommen. Dünn. Gut. Das heißt, die Ecke hier war jetzt primär für die Kiste. Oder können wir hier auch wieder zurück? Nein. Okay. Das heißt, wir können nur über die Leiter hier weiter. Wir sind jetzt an der Stelle, wo wir hinkommen würden, wenn wir vom Leuchtfeuer aus rechts der Wand folgen. Wenn ich die Orientierung noch nicht ganz verloren habe. Eine ganz schön lange Leiter. Ganz schön lange Leiter. Hallo, Typ. So, du bist auch alle. Ich habe noch 8 von den Großen. Dich anzünden. Ja, und hier sehen wir richtig schön unseren Weg, den wir vor... Hallo? Du hättest uns runterkicken können, das weiß ich. Hier können wir richtig schön gut sehen, den Weg, den wir vorgegangen sind. Wir sind vorher von da hinten vom Leuchtfeuer aus, da lang, da runter, dahin, da hinten, wo die Tür ist, dann da runter und dann den ganzen Weg wieder zurück. Oh, ich komme ja nicht zurück. Das wäre albern. So,
Nur so eine kleine Nische. Also. Banditen-Großaxt. Nö, danke. Seele nehme ich immer gern. Weg. So, aber kommen wir hier weiter? Da unten sehe ich Blutflecken, aber ich weiß nicht, ob ich von hier aus dahin springen kann, / möchte. Wir könnten hier runter springen. Ah. Also der Turm hier scheint nur ein Weg zurück zu sein, in Gebiete, die man schon kennt. Also ich springe mal auf das Dach hier. Dann auf das Dach hier. Tot. So leicht geht das hier. Also 8500 Seelen weg und ich weiß jetzt nicht, ob ich genau den gleichen Weg nochmal finden würde. Das heißt, die 8000 Seelen sind höchstwahrscheinlich weg. Also, da geht's nicht lang. Wir sind das letzte Mal hier lang gegangen. Gehen wir dann doch dieses Mal... Zünd die Fackel wieder an. Gehen wir dieses Mal doch hier lang. Also eher rechts haltend. Da kommen wir ja nicht hoch, ne? Oh, das will ich auch gar nicht weiter ausprobieren. Aber nein, wir kommen da nicht hoch. Das heißt, hier lang wäre der beste Weg, wenn wir zu unserem Seelenhaufen wollen. Unser Seelenhaufen müsste irgendwo in der Richtung sein. Ah, was zum Anzünden. Ich höre ein Viech. Geht tot. Boah. Ah. Was warst du? Noch mehr zum Anzünden. Oh. Ah. Das da ist die Brücke, wo wir gewarnt wurden vor dem Typen, der den Bauchklatscher macht. Okay, da waren wir also schon. Dann geht's hier jetzt noch woanders hin. Oh, hier sind ein paar Jungs. Weg. 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 Ah. Der. Ich höre immer noch was. Ah, da bist du. Weg. Also der Weg hier, den wir jetzt gerade vor uns sehen, das ist der, den wir nicht von unten betreten können. Also das ist wohl ein Rückweg zum Leuchtfeuer, von wo auch immer. Wahrscheinlich dahin, wo wir jetzt gerade gehen. Hier können wir noch was anzünden. Du. Oh, du bist wirklich tot. Okay, wir könnten da runterspringen, aber eigentlich würde ich ganz gerne zum Seelenhaufen. Bin ja gierig und so. Und ich denke, wenn wir da runterspringen, kommen wir nur zurück zum Start. Hier rüber wäre eher... Au, was war knapp. Und da oben ist unser Seelenhaufen. Sehr schön. Kommen wir da rauf? Das ist die nächste Frage. Oder müssen wir von unten nach oben, um von oben taktisch runterzuspringen? Weg. Weg. Au. Das ist die Stelle hinter der Brücke, die wir eben gerade umgangen sind. Also hat es nicht wirklich viel Sinn gemacht, hier lang zu gehen. Oh doch, wir haben hier noch eine Brücke über der Brücke. Weg. Die führt allerdings weg von... Weg von unserem Seelenhaufen. Wobei ich ja sagen muss, wir haben jetzt schon wieder 3000 Seelen zusammen. So super wichtig ist der Seelenhaufen nicht. Aber 8000 extra ist schon schick. Also wir merken uns, wenn wir zu der Brücke über der von uns bekannten Brücke hinwollen, müssen wir hier rechts rumgehen. Und hier ist auch noch Steinboden, wo Leute dranhängen, wo wir hingehen könnten. Aber ich will da, auf den Turm da hinten will ich. Ach, das ist der Steinboden, den wir von da oben gesehen hatten, wo ich meinte, aber da werden wir niemals hinspringen können.
Okay. Ich gehe jetzt mal hier hin. Da, zu der uns bekannten Brücke. Und versuche jetzt hier zu gucken, ob wir auf das Dach von hier aus raufkommen. Weil auf dem Dach liegt unser Zeug. Da kommen wir nicht hin. Nee, kommen wir nicht. Okay. Ich weiß aber von hier aus, wie ich hinkomme. Und zwar sind wir hier damals taktisch runtergesprungen. Also ich stand hier. Ja. Wurde nicht angespuckt. Doch, ich wurde sogar angespuckt und bin fast gestorben dran. Wir standen hier und hatten dann die Wahl. Okay, gehen wir jetzt da hinten weiter, was wir immer noch nicht gegangen sind. Und da kommt der Fackeltyp auch wieder. Gehen wir da hinten weiter oder springen wir hier taktisch einfach mal runter? Und ich bin einfach mal runtergesprungen. Das machen wir jetzt wieder. Und wieder. Geh weg. Trink einen Schluck. Dann sind wir hier lang, haben das Ding angezündet. Sind hier rauf. Ja, sind hier hoch und sind dann taktisch wieder runtergesprungen. Okay, wir haben gleich 8000 Seelen wieder. Dann weiß ich allerdings immer noch nicht, wo wir weitergehen müssen. Aber wir haben schon mal 8000 Seelen mehr. Damit wir beim nächsten Mal sterben, hinter 12.000 Seelen hinterherlaufen können. Au. Hey. Was? Hey, Dev. Das war nicht nett. Ja. Gut. Also nächstes Mal laufen wir nicht den Seelen hinterher. Das ist etwas, was wir für dieses Gebiet uns vielleicht merken sollten. Seelen sind in diesem Gebiet nicht wichtig. Nur wichtig ist, dass wir allen Loot mitbekommen, der wichtig ist oder wichtig sein könnte. Dass wir alle Fackeln anzünden und dass wir einen Weg finden und uns orientieren können. Also jetzt, ne? Außer dass es sehr naheliegend, keinen Seelenhaufen hinterherjagen. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Seelen können wir in anderen Gebieten, glaube ich, wesentlich einfacher machen. Ja, also bis gleich.